Vorsicht, verpeinlich nicht. Ich habe zu viele türkische Gene. Schau mal. Geht doch gar nicht. Geht gar nicht. Nein. Das muss jetzt erstmal so brutzeln. Okay. Dann noch so ein Teller, wo du das draus machen kannst, ne? Ja. Jetzt werde ich einmal versuchen, die Kartoffeln hier auszutrocknen. Das Küchentuch und pack die da drauf. Das ist vielleicht nicht so gut, oder? Ist auch größer? Ja, können wir auch machen. Mach das mal so. Nach wie vielen Minuten ist das, glaubst du, innen drin halt? Wir müssen halt ein bisschen. Gib mir mal eine Gabel. Okay. Wir müssen aufpassen, dass es nicht verbrennt. Ja. Also es muss halt goldbraun sein. Ja. Das Panier. Ein bisschen aufpassen, dass es auch nicht spritzt, ne? Ich mache mal ein bisschen weniger, sonst verbrennt das gleich. Das ist, glaube ich, besser. Gut. Dann mal einmal die Kartoffeln abtrocknen. Sicher sind ja alle bei 60 Grad gewaschen und alles sauber. Backblech, ne? War doch das so, oder? Noch im Abbruch, ne? Genau, erstmal, aber ich würde es da jetzt erstmal so liegen lassen. Ein paar Minuten liegen lassen, so 10 Minuten. Weil letztes Mal, vielleicht haben wir die einfach zu wenig liegen lassen. Na ja, kann sein. Die riecht ein bisschen so wie Fischstäbchen. Bisschen, genau. Die sind ja auch paniert. Stimmt, wo sind die da jetzt hin? Hä? Dann guck mal. Eigentlich noch mehr reinmachen können, oder? Und okay. Halt groß. Ja. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja. Okay. Dann machen wir morgen oder übermorgen Burger. Und mach das jetzt. Müll oder was? Ja, ja. Also das hier noch auf, das kann man nicht. Thank you.
Hobby für den ganzen Müll. Ja, kein Problem. Soll ich ein bisschen runterdrehen? Ja. Das ist doch so, ne? Ja. Ich muss noch Dings haben hier. Okay. Na, ne? Was war das? Umhang. Warte mal. Ja, wieso geht das jetzt nicht? Oh nein, der Strom ist weg. Warum? Okay, dann warte mal her. Ich sehe nicht ohne Brille, ist rosa. Nein, ist weiß. Okay, dann können wir das rausfinden. Okay. So, wir hatten leider eben einen Stromausfall. Jetzt muss ich noch mal eben gucken, ob das wieder geht jetzt hier. Mach das mal so. Nicht ganz so. Vielleicht war es auch der Wasserkocher, I don't know. Mal gucken. Wie war das jetzt? Hier rein und dann? Erstmal müssen die in Öl. Kann ich ja in der Pfanne machen. In dem Blech machen, oder? Nicht? Ach. Na, ich glaube, das kann man machen in dem Blech. Machen wir im Blech. Geht das schneller? Also Öl, Pfeffer, Salz und Paprika, ne? Ja. Öl, Paprika. Ich habe keinen großen Unterschied gemacht. Nee? Nee. Hm. So, ja. Ist trotzdem gut. Ja? Okay. Ich bin halt nicht wie in einem Laden, aber muss so nicht. Nee, das können wir wieder anmachen ein bisschen, ne? Ja. So. Dann mischen. Und der nächste Streich folgt zugleich. Einmal probieren? Nee, gerade nicht. Okay. Gerade nicht, ich bin jetzt gerade am. So. Und nach einer halben Stunde muss das wieder geölt werden. Okay. Nicht geölt, genau. Salz, Pfeffer. Salz. Dann. Das glaube ich in den Backofen. So. Gut. Hände waschen. Ich mache das eben da einmal rein. Drehen wir einmal um. Ja, erstmal gucken, ob es gleich brauner ist, oder? Noch 2 Minuten. Okay. Ein bisschen runterdrehen vielleicht, ne? Das geht schon wieder zu schnell, glaube ich. Ja.
Gut. Willst du jetzt probieren? Probieren. Mhm, schmeckt lecker. Mhm. Gut gemacht. So. Kann ich abmachen? Na, wahrscheinlich der Wasserkocher, der da. Vorgestern. Mhm. So. Gut. Und dann mache ich einmal das Wasser überall. Aber wir können ja zwei Teile essen. Ja, machen wir so. Ja, du isst da schon alles auf, bevor wir. Wo ja, wir? Gemacht. Ja, weiß ich ja. Das dauert nämlich noch. Wir können ja auch erstmal das Fleisch essen und dann nachher die Pommes. Ja. Schon zusammen. Schon zusammen. Du hast gerade nur vom. Hm? Du hast gerade nur vom Panieren gegessen. Schmeckt auch gut. Bismillah. Mhm. Lecker. Ja. Sitzt jetzt noch eine kleine hungrige Maus. Das ist die andere Katze jetzt. Die kriegt jetzt auch. Das ist nämlich die andere Katze mit den blauen Augen. Da schon wieder hoch. Ich gehe jetzt rüber. Ich habe auch schon Zollstock und Dings mit. Hier alles dabei. Obwohl ich jetzt eigentlich erst noch mal die Hühner aufnehmen werde. Und füttern werde natürlich. Ja, Katze ist auch dabei am Start. Hallo.